die Religionen sind unfassbare Großgrundbesitzer letztendlich. Es geht gar nicht darum, dass es jetzt irgendwelche neuen Glaubenskriege geben muss oder so, aber natürlich streitet man sich auch in seinen Missionierungsmissionen dann darum, möglichst viele neue Schafe eben ins Trockene zu bringen. Es gibt so viele Situationen und so viele Befriedungen darüber, dass man einfach die gleiche Religion wie der Boss hat. Ganz häufig, die allermeisten dieser wahnsinnigen Sekten in Anführungszeichen, wo man das ja immer noch so schön pathologisiert, entstehen aus dem offiziellen Kanon der verschiedenen Religionen. Tag auch. Willkommen bei Über Tage, dem anarchistischen Podcast. Heute in der 63. Folge sprechen wir erneut über ein Thema, was ihr euch lange gewünscht habt und wo wir auch schon lange Lust haben, mal drüber zu sprechen. Und zwar sprechen wir heute über das Thema Religion. Und natürlich muss man da direkt von Anfang an erstmal eine Definition vorweg schicken, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man über das Thema Religion spricht, dann kommt es immer wieder zu Verwirrungen und immer wieder zu Unklarheiten, und das wollen wir dann direkt von Anfang an mal ausräumen, ein paar Sachen, und das tun wir natürlich am ehesten erstmal mit einer Definition, was wir unter Religion verstehen, oder ich sag mal, nicht nur was wir unter Religion verstehen, sondern wo wir jetzt auch sagen würden, dass es eine relativ allgemeingültige Definition also ist. Religion bezeichnet organisierte Spiritualität bzw. Glauben. Das ist an der Stelle auch schon mal wichtig, das dann so zu trennen, dass also Religion und Glauben natürlich was miteinander zu tun haben, weil ohne Glauben keine Religion, aber natürlich ist es auch durchaus möglich, Spiritualität oder Glauben zu praktizieren außerhalb einer Religion. Spiritualität ist dabei eine metaphysische, übernatürliche Erklärung der Welt und der behaupteten metaphysischen Dinge und Erscheinungen. Religion ist immer eine Gemeinschaft mit bestimmten Glaubensgrundsätzen, welche auf Erzählungen oder Schriften basieren. Sie hat zumindest eine abgeschlossene Erklärung unserer Welt und ist dogmatisch in Bezug auf ihre Erzählungen und Schriften. Neben der Erzählung und Schriften existieren auch heilige Objekte und Rituale. Religion hat keine wissenschaftliche Grundlage, sondern basiert eben auf dem Glauben der Menschen. Trotzdem lassen sich viele Annahmen der Religion wissenschaftlich widerlegen. Und das drückt auch vielleicht schon aus, was eine generelle Grundlage des Anarchismus zu allen Fragen, aber auch eben zu der Frage der Religion ist, dass wir als Anarchistinnen nicht die Menschen, die eben Glauben bekämpfen, sondern die Institution der Religion an sich. Behaltet das bitte im Hinterkopf, wenn wir heute über das Thema sprechen, wenn wir heute auch ordentlich gegen Religion austeilen. Es geht dabei wirklich nicht darum, jetzt irgendwie moralisch herzuziehen über einzelne Gläubige oder so, sondern es geht eben darum, den Gegenstand Religion mal sich anzuschauen, zu kritisieren und eben zu analysieren, was also Religion in der Gesellschaft bedeutet und was es auch anrichtet, unserer Meinung nach. Und dann reden wir natürlich auch noch heute darüber, wie man dann Religion auch in der Gesellschaft entmachten kann. Wichtig ist uns auch noch als letztes zuvor zu schicken, dass wir gegen alle Religionen austeilen und eben nicht nur gegen das Christentum. Man muss ja sagen, dass die Linke in Deutschland eigentlich nur noch dazu in der Lage ist und dass die anderen Religionen aus unterschiedlichen Gründen ja ausgeklammert werden aus der Kritik. Wir werden natürlich nicht im Einzelnen auf alle, zumindest Weltreligion oder so, eingehen können in dieser Folge, sondern nur alles am Rande anschneiden, weil das einfach zu komplex und zu viel ist. Wir werden dann zu späteren Zeitpunkt nochmal einzelne Folgen zu den unterschiedlichen wichtigen Religionen auf der Welt machen und das dann wahrscheinlich auch mit Gästen, die sich eben entsprechend besser und tiefgehender mit den Religionen, einzelnen Religionen auseinandergesetzt haben. Aber jetzt starten wir in das Thema richtig rein, und zwar mit erstmal einem geschichtlichen Überblick und einer groben Entwicklung. Im Endeffekt kann man sagen, dass die Geschichte und die Entwicklung der Religion einhergeht mit der Geschichte und der Entwicklung von menschlichen Gesellschaften. Man kann direkt am Anfang sagen, irgendeine Form von organisierter Spiritualität, so wird es zumindest angenommen. Das ist natürlich gerade, wenn wir so ins prähistorische Zeitalter schauen, also alles, was eben vor den Schriftkulturen produziert wurde, immer recht schwammig ist. Da sind wir wirklich keine Experten drin, und sicherlich werden wir auch mal, wie schon gesagt, mit anderen Leuten vielleicht auch mal das Spannende über die richtigen Anfänge von Religion sprechen können. Also es wird auch angenommen, dass schon vor der Sesshaftigkeit des Menschen es da
verschiedene Glaubensgemeinschaften oder Vorformen von moderner Religion gab, die genutzt wurden, um natürliche Erscheinungen zu erklären oder auch zu beeinflussen, was auch eigentlich immer ein wichtiger Aspekt von Religion war. Den wirklichen Anfang von dem, was wir jetzt auch an Religion kritisieren würden, weil das ist vielleicht am Anfang auch nicht so genau durchgeklungen. Uns geht es jetzt nicht darum, allgemein irgendwie die Organisation von Spiritualität auch zu kritisieren, sondern wie diese organisierte Spiritualität verflochten ist mit allen anderen Herrschaftsinstitutionen und wie sie auch wie staatliche Ideologie oder andere Welterklärungen auch eben die Produktionsverhältnisse stützen. Uns geht es nicht darum, wenn 6 Leute sich zusammenfinden und gemeinsam beten, sondern es geht darum, wie das als Institution eben in einem Staat, in einer Gesellschaft, die herrschaftlich organisiert ist, wirkt. Und da, finde ich, kann man immer einen guten Anfangspunkt setzen bei der babylonischen Priesterreligion oder auch allgemein der babylonischen Religion. Das Reich Babylon war eben eine der frühen Zivilisationen im Bereich des heutigen Iraks, Syrien, also grob gesagt in Mesopotamien. Das war eine polytheistische Religion mit Göttern eben in Menschengestalt. Und was dort sehr spannend ist, ist, dass sehr gut bekannt ist, was für eine hohe hierarchische Position eben die Priesterklasse innehatte. Dort sieht man viele Aspekte von dem, was man auch heute eben in den großen institutionalisierten Religionen eben findet, also eine privilegierte Priesterklasse, die sehr viel Grundbesitz und Ländereien angehäuft hat und eine hohe Position im Staat selber ausführt und gleichzeitig auch die Grundideologie dieses babylonischen Reiches gibt. Natürlich muss man auch da sagen, da ist auch die Quellenlage wie bei allen anderen Sachen, wenn es eben in der Antike geht, teilweise schwierig, aber das ist recht gut belegt und das, finde ich, ist sehr spannend als Ausgangspunkt, weil von da kann man dann auch die Entwicklung sehen, dass es immer weiter auch wie in allen anderen Fragen bei der Sesshaftwerdung es eben diese Monopoltendenzen gab. Im Gegensatz zu anderen Religionen hatte natürlich auch diese Religion sicherlich einen ziemlichen Wettbewerbsvorteil für den Staat, weil sie sehr viele der dort herrschenden Produktionsverhältnisse in sich aufgenommen hat, gesichert und verstärkt hat. Dann könnte man also auch vielleicht einfach davon sprechen, dass letztendlich die Religion einherging mit der Institutionalisierung von Herrschaft an sich. Also die Sesshaftwerdung in größeren Gemeinschaften hat ja auch dazu geführt, dass Herrschaft überhaupt erst in dem Form, wie wir es heute kennen, entstanden ist. Und die Religion ist davon also nicht zu trennen. Das ist direkt mit Beginn dieser Herrschaft an sich auch aufgekommen. Genau. Wir können jetzt auch nicht wirklich tief auf die gesamte Geschichte von Religion eingehen, weil jetzt an jeder Religion das nochmal abzuarbeiten, wie sich das entwickelt hat, das wird wirklich absolut den Rahmen sprengen. Deshalb nochmal darauf verwiesen, wie wir am Anfang gesagt haben. Wir werden sicherlich zu den einzelnen Religionen auch nochmal spannende Folgen machen und da können wir dann auch tiefer drauf eingehen. Allgemein kann man aber eben sagen, dass von der babylonischen Priesterreligion und sicherlich auch von anderen Religionen, die zu der Zeit aufgesprungen sind, es eben diese Entwicklung zu Religionen gab, weg von kleiner organisierter Religion in kleineren Verbänden und so klassischen Stammesreligionen zu eben den Religionen der Zivilisation, der Großreiche. Und damit einhergehend natürlich alle anderen Aspekte, die für so ein Großreich wichtig waren. Also eine Erhöhung des eigenen Staatsvolkes, der eigenen Glaubensgemeinschaft, sowohl intern als auch extern, als auch eine Sicherung eben der Herrscherklicke da drin, eine Entstehung des Klerus und eine ganz allgemeine Verklärung und Verstärkung von der Herrschaft. Da vielleicht nochmal als wichtiger Punkt geschichtlich zu nennen, ist natürlich die Entwicklung und die Durchsetzung weltweit der monotheistischen abrahamitischen Religion. Ausgehend eben vom Judentum, das aber eben lokal begrenzt war und aufgrund seines, eigentlich durch seine Geschichte, durch nicht missionierenden Charakters, also nicht den Anspruch, andere Leute in die Religionsgemeinschaft durch Missionierung aufzunehmen. Ausgehend vom Judentum dann eben die Entwicklung des Christentums und dann des Islams und damit einhergehend die Verbindung mit den jeweiligen Staatswesen vor Ort. Ihr habt schon gemerkt, wenn man über die Geschichte von Religion spricht, dann kommt man eigentlich direkt auch zu der Funktionsweise und der Kritik. Und deswegen wollen wir davon jetzt dahin übergehen und über die ganzen einzelnen Aspekte unserer Kritik sprechen.
Ja, was mir da natürlich als Atheist, als Ungläubiger, als der Hölle Geweihter oft direkt in den Sinn kommt, ist natürlich das Stichwort Opium fürs Volk. Ich denke, das ist etwas, was ja durch Marx geprägt sich wirklich dann gehalten hat in den ungläubigen Kreisen. Und da ist auch viel dran, würde ich sagen, weil, wie wir es gerade schon gesagt haben, Religion ist ein wichtiger Teil von Herrschaft. Und ich finde eben immer, dass es in dieser Opium des Volkes Frage dann darum geht, dass Religion die Menschen verfügbarer, gefügiger macht für die Herrschaft. Das ist natürlich in der heutigen Zeit sehr unterschiedlich ausgeprägt, wie relevant diese Frage ist. Aber Religion bietet halt einen ganz anderen Bezugspunkt zu dem herrschenden System für die Masse der Menschen. So ein reiner Nationalstaat, der also bietet halt oft viel weniger Bezugspunkte, eben nur die Nation an sich, und jetzt einen Staat, der diese Verbindung eben sucht zwischen einer religiösen Beziehung und einer Beziehung auf die Nation, der bietet eben eine viel höhere Identifikation potenziell. Und selbst wenn es diese Verbindung zum Staat nicht mehr so stark gibt, also das jetzt wie jetzt in Deutschland oder so, führt Religion trotzdem noch einen gewissen Teil dieser Funktion aus, weil nun mal, und da kommen wir auch später nochmal ein bisschen drauf zu sprechen, ja, Religion dann oft zu so einer Passivität der Menschen beiträgt, eben eher die Menschen vertröstet auf ein, ja, nicht reales Jenseits, anstatt dann eben die Zustände hier im Jetzt anzupacken, hier im Jetzt verändern zu wollen, sondern da kommen dann eben so ganz viele Aspekte wie, ja, es ist vorbestimmt, es ist Schicksal, es läuft eben so, wie es ist, du kannst eh nichts dagegen machen. Das spielt dann in der Ideologie, die Religion verbreitet, dann eine große Rolle. Ja, und da finde ich auch immer noch wichtig, eben den anderen Aspekt oder diese andere Sichtweise auf diesen Ausspruch mit dem Opium fürs Volk auch immer noch mit reinzunehmen und zu sagen, es ist ganz verständlich, dass Leute sich dem eben zuwenden, wenn sie mit so viel Schmerz, mit so viel Leid in dieser Welt konfrontiert werden, weil natürlich Opium macht gefügig und lässt einen vergessen, was in dieser Welt abgeht, macht einen passiv, aber gleichzeitig auch, ja, wenn die Leute Schmerzen haben, dann brauchen sie irgendwas, um sich eben das wegdenken zu können oder in schönere Gefilde abzugleiten. Und deswegen auch hier nochmal zu sagen, ja, es ist ganz verständlich, dass Leute eben Religion als das wählen. Und ich finde auch mit diesem Vertrösten für die nächste Welt, was da vielleicht auch noch wichtig ist, es ist ja nicht nur eine Belohnung in der nächsten Welt, sondern eigentlich alle Religionen haben ja auch diesen Aspekt von der Bestrafung eben von denen, die einem selber Leid angetan haben. Das ist natürlich dann diese Verfrachtung von vielen Gerechtigkeitsideen auf eben das Jenseits, glaube ich, da ein ziemlich relevanter Punkt. Ja, du hast da vollkommen recht. Trotzdem ist es ja eine Sache von, ja, dieser übergeordnete Lohn, ne? Wo also schon ein Ungerechtigkeitsempfinden für die Menschen dann halt da ist, dass sie ihr ganzes Leben lang buckeln müssen, dass sie ihr ganzes Leben lang alles ertragen müssen und dass auch dieses System dann, was wir halt auf der Erde halt hier vorfinden, auch oftmals nicht annähernd dieses ganze Leid belohnen kann. Und dann halt die Menschen dann darauf zu vertrösten, anstatt es sich zu nehmen, was ihnen eigentlich zusteht, ne? Das ist schon wichtig, aber gleichzeitig, du hast den Tod schon angesprochen, bietet Religion natürlich auch eine Erklärung des Nicht-Fassbaren. Und das ist auch was total Verständliches erstmal menschlich, weil das ist ja auch eine Grundentstehungsgeschichte, würde ich sagen, von Religion, dass es einfach eine Menge von Dingen gibt, die nicht begreifbar sind, die man nicht komplett ergründen kann, wie zum Beispiel der Tod, weil nun mal die eigene Existenz ja in einer gewissen Form irgendwo das Größte für einen selbst natürlich ist, weil man sich darüber ja auch definiert und das einen, und das halt auch das ist, was man eben kennt. Die Vorstellung, dass das dann einfach weg ist, also dass einfach dann nichts mehr ist, ist halt eben etwas, was viele Menschen nicht begreifen können. Ich meine, in Frühzeiten gab es natürlich noch eine ganz große Reihe an anderen Dingen, die für die Menschen nicht begreifbar waren, die wir heute wissenschaftlich ergründen können. Also zum Beispiel, dass die Erde eine Kugel ist und wie das genau mit den Gezeiten funktioniert und mit der Sonne und mit der Nacht und alles, das können wir alles jetzt heute komplett verstehen. Trotzdem gibt es natürlich auch immer noch Leute auf der Welt, die auch dafür weiterhin diese übernatürlichen Erklärungsmuster probieren zu wählen. Aber primär hat sich zumindest in den Gesellschaften, wo sich sehr stark so eine Aufklärung durchgesetzt hat, ist dann halt übrig geblieben, diese ganzen Sachen, die man auch wirklich nicht mehr wissenschaftlich komplett ergründen kann, wie zum Beispiel den Tod. Und dann ist das eben etwas, wo Religion Bilder liefert, an dem man sich auch festhalten kann.
Ja, und ich finde, du hast es schon gut am Anfang angesprochen. Das sind halt alles total verständliche Mechanismen, die da auf die Leute drauf wirken. Und du darfst mich auch nicht falsch verstehen, bei diesen Sachen, die ich jetzt zum Opium fürs Volk da gesagt habe, oder Opium des Volkes. Mhm. Es geht mir nicht darum zu sagen, ja, wir sollen den Leuten weiterhin einfach nur diese Schmerzmedikation verschreiben und abwarten, sondern es geht ja darum, natürlich, da wo wir eigentlich als anarchistische Bewegung ansetzen wollen, ist den Schmerz zu beseitigen, ist wirklich die Sache an der Wurzel zu packen, ganz klar radikal. Aber eben ein Verständnis für diese ganz natürlichen menschlichen Vorgänge dazu haben. Und ich möchte das nämlich auch mal, diese Bedürfnisse in eine Reihe stellen mit Sachen, die wir selber auch für uns wählen und was für Erklärungen wir da für unseren Tod, für unser Nachleben wählen. Weil ich glaube auch in der anarchistischen Bewegung, auch bei uns selber, ist dieser Wunsch eben von sich selber zu überleben, dem eigenen Leben einen Sinn zu geben, ganz stark verankert. Und auch ganz häufig diese Hoffnung von einer nach dem Tod eintretender Gerechtigkeit, einem Fegefeuer, das über die Welt einmal drüber wischt und in der letzten großen Revolution alle die bestraft, die jetzt den Menschen, der ganzen Menschheit so viel Leid angetan haben. Auch wir tragen ja eigentlich diesen tiefen Gedanken in uns, ja, irgendwann wird es dann zur großen Revolution kommen. Wissenschaftlich beweisen? Nein, das können wir nicht. Aber diese Hoffnung, die besteht ja trotzdem weiter. Ich möchte dann einfach immer so ein bisschen davon weg, sich da selber, weil zumindest ich für mich, und ich gehe davon aus, so ist es auch bei den meisten Leuten, sich da so ein bisschen rauszunehmen, das irgendwie hochnäsig zu betrachten und zu verstehen, ja, das sind einfach Dinge, die sind in den allermeisten Menschen verankert, weil wir sind nun mal mit diesen beschissenen Zuständen hier konfrontiert. Ja. Wir alle brauchen da eine übergeordnete Welterklärung. Ja, vollkommen. Ich denke nur, dass wenn man diese übergeordnete Welterklärung also vermengt mit eben dem, was Religion sonst noch so bedeutet, was wir jetzt auch nachfolgend weiter ausführen, dann führt Religion im schlimmsten Falle, kann also eben zu sehr, sehr reaktionären Ausprägungen kommen. Das ist natürlich, wenn man sich jetzt die Masse der Gläubigen anguckt, ein Randphänomen, aber im schlimmsten Falle kann Religion als Ideologie dann auch eben so Hoffnung machen auf dieses Jenseits, ne? Dass es also diese Instrumentalisierung bis hin zu, ja, was wir eben auch kennen auf der Welt, zu Selbstmordanschlägen, zu kriegerischen Auseinandersetzungen, eben dieses gesamten Märtyrertums für die Religion führen kann. Also das ist, wie gesagt, ein Randphänomen von dieser ganzen Thematik und ich sehe total, was du sagst, dass sich dann nicht moralisch zu überhöhen über andere, weil man jetzt denkt, da ist man irgendwie besser oder sonst irgendwas, vollkommen. Dennoch gibt es halt eben an den Rändern dann auch diese Extremausprägung und da spielt halt auch diese ganze Sache eine Rolle, weil man dann eben sagen kann, hier guck mal, was nach dem Jenseits erwartet dich doch, das total tolle Leben. Hier ist halt Hölle und wenn du jetzt hier irgendwie das und das machst, dann ist halt Himmel. Ich würde sogar das an dem Punkt noch viel drastischer als du formulieren. Das ist nicht was ich an den Rändern finde, sondern das ist ein grundlegendes Problem, wo ich jetzt natürlich nicht auf alle Religionen so in der Tiefe eingehen kann, weil ich mich auch mit vielen Jenseitsvorstellungen eben nicht auskenne, aber einfach nur bei dem Beispiel von abrahamitischen Religionen zu bleiben. Und wir werden auch später nochmal auf das Verhältnis eben von, ja, was ist denn jetzt eigentlich hier mit Fundamentalismus und wie viel steckt davon im Glauben selber drin? Und warum ist das häufig auch eine bürgerliche Kritik? Aber um mal bei dieser Jenseitsvorstellung zu bleiben und ganz grob gesagt dieser Verachtung für das Leben und der Liebe für den Tod, die du gerade angesprochen hast, das ist ein Problem, mit dem sehen sich vor allem eben dann auch die abrahamitischen Religionen mit ihrer Jenseitsvorstellung konfrontiert. Ja. Man muss sich das mal angucken, wie dann im Islam und im Christentum beispielsweise, auch im Judentum, es dann natürlich ganz schnell auch Regelungen bezüglich des Selbstmords gibt. Weil man weiß ja, wenn man den Leuten die ganze Zeit eigentlich die Schönheit und das Wunderbare an dem Tod und dann die ganzen Belohnungen, die da einem im Jenseits auf einem warten, predigt, ja, dann kann das schnell dazu führen, dass Leute sehr wohl dazu bereit sind, ihrem Leben sehr schnell ein Ende zu bereiten, um eben an diese Belohnung zu kommen, wenn Leid und Scheiße auf der Welt groß genug ist. Dann sah man sich natürlich dann auch vor dem Problem der Regelung einzuführen, dass die Leute bloß nicht zu schnell auf die Idee kommen, aus diesem Leben zu scheiden. Hat da ganz viele Klauseln und Regeln eingeführt, damit das mal nicht passiert, weil auch wenn Religion eben natürlich diesen starken spirituellen Charakter hat, ist ja das, was sie als Funktion dann in dieser großen
an eben verschiedene Staaten und Zivilisationen angeschlossene Funktion ja doch etwas, was noch ganz viele andere sehr realpolitische Funktionen erfüllt und eben nicht nur einfach ein davon losgelöstes spirituelles Dasein. Welche Funktion ist auch einfach oftmals erfüllt ist, wie letztendlich alles im Kapitalismus und auch schon früher, wir haben es ja gerade auch kurz angeschnitten mit den babylonischen Religionen, dass das also auch dann natürlich die Priester Teil der Herrschaftsklique waren und auch dementsprechend natürlich sehr viele Besitztümer hatten und sehr privilegiert waren, und auch heute ist das natürlich der Fall. Also die Religionen sind unfassbare Großgrundbesitzer letztendlich. Sie haben in unterschiedlicher Ausprägung, je nachdem, von Land zu Land unterschiedlich, haben sie aber eine sehr große Facette an Infrastruktur, an Räumen, an Ländereien, an allem Möglichen. Das Ganze ist natürlich auch oftmals über die Jahrhunderte gewachsen. Also wenn man sich jetzt das Christentum in Deutschland anschaut, dann sind ja diese ganzen in jeder kleinsten Stadt zwei Kirchen, die da existieren. Wirklich, wenn ich die sehe, dann denke ich mir natürlich manchmal auch, okay, ein schönes Gebäude oder so. Ich habe jetzt nicht nur diese eindimensionale Verhältnis dazu, aber ich denke mir auch einfach, wow, das ist auf dem Blut von Menschen aufgebaut. So, diese Dinger sind halt wirklich auf der brutalen Ausbeutung über Jahrhunderte der Menschheitsgeschichte hier entstanden, über dem Ausbluten lassen der einfachen Leute. Und das ist auch eine letztendlich Blutfehde, die natürlich die Religionen weltweit immer weiter spinnen. Ja, ich glaube, da muss man sich auch einfach nochmal vor Augen führen, wie wichtig eben Religion vor allem in der noch nicht Entwicklung der Nationalstaaten als Ideologie waren. Eigentlich neben dem ganzen Königs- und Adelskult war Religion natürlich das, was man beispielsweise sagen könnte, heute der Nationalismus war. War ganz zentral in eben den ganzen Funktionen, die heute die andere Ideologie übernimmt, weil eben es gab noch keine Nationalstaaten, dementsprechend war Nationalismus nicht so wichtig und darüber wurde sich dann eben definiert. Ja, und durch diese Zentralisierung von Ideologie kam natürlich auch der Kirche selber, wenn man jetzt dann beim Christentum bleibt, unfassbar viel an Großgrundbesitz, an Geld und an Machtmitteln zu. Das hat sich natürlich dann auch verselbstständigt. Natürlich war die Kirche immer noch auf die Adligen vor Ort angewiesen, aber, und da ist natürlich die katholische Kirche das Beispiel par excellence, was eigentlich wie nichts anderes für institutionalisierte Religion steht, für die Anhäufung von Macht und Geldmitteln, die ja bis heute wirklich ein absolutes Alleinstellungsmerkmal hat und auch losgelöst von der Staatenwelt immer noch einen riesigen Einfluss auf staatliche, nationale Entscheidungen ausüben kann und selber wirklich ein ganz wichtiger Politikfaktor ist. Ja, und ich meine, es ist ja auch klar, dass die Religionen haben halt wirklich einen von auch dann so Produktionsmitteln und von bestimmten Schwingungen auch oftmals losgelöstes Kapital. Und das sind einfach die Gläubigen. Während jetzt so eine Geschichte wie der Ukraine-Krieg dazu führen kann, dass also bestimmte Produktionsketten unterbrochen werden, bestimmte Länder verwüstet werden und dann halt ja auch das Kapital punktuell dann auch mal Verluste in bestimmten Bereichen halt erzielt oder bestimmte Wirtschaftskrisen und so, also dazu führen können, ist es ja bei der Religion eigentlich, solange man jetzt nicht irgendwelche krassen Skandale hat, wie jetzt ein Pedo-Skandal oder so, dann ist es doch also gleichbleibend. Sogar Krisen sind doch eigentlich oftmals dann auch etwas, klar ist fürs Kapital teilweise auch so, natürlich profitiert auch die Rüstungsindustrie von Kriegen und so, aber für die Religion ist das doch dann teilweise, suchen dann die Leute auch wieder mehr Halt. Das ist also doch relativ krisensicher dann dieses Kapital, das einfach die Herrscher an Gläubigen, die ja auch auf unterschiedliche Weise Geldmittel in dann diese Institution fließen lässt. Und du hast es gerade schon angesprochen, den Einfluss auf Politik, den dann natürlich auch die Religionen mit ihren Geldmitteln, mit ihren Besitztümern probieren zu machen, weil wir wissen alle, im Kapitalismus bedeutet, wenn du also ein Großgrundbesitzer bist, dann bedeutet das Macht. Diese Macht wird auch ganz enorm eingesetzt, um sie geltend zu machen, um auf der einen Seite natürlich in der ganz normalen Konkurrenz als Wirtschaftsunternehmen, was Religionen auch einfach sind, in der Konkurrenz zu anderen kapitalistischen Playern, das geltend zu machen.
und sich eine bessere Ausgangslage auf dem Markt zu verschaffen und auch andererseits natürlich die religiösen Vorstellungen in der Gesellschaft weiter zu verankern, zu festigen oder zu stabilisieren, auszubauen. Das ist vielleicht auch nochmal teilweise ein Unterschied zu anderen kapitalistischen Playern, die machen das natürlich auch, aber die machen das in einem geringeren Maße auf jeden Fall, weil die Religion hat halt schon nochmal so ein größeres Interesse und so einen größeren Zweck da ja auch da drin, letztendlich ihre Ideologie und ihre Gesellschaftsvorstellung so krass zu propagieren. Ja, und da muss man vielleicht auch nochmal drauf eingehen, was das denn eigentlich jetzt in den Kirchen, in den Religionen selber bedeutet. Weil man darf das, wenn man so darüber spricht, und ich glaube, so wirkt das dann schnell auf verschiedene Leute, vielleicht auch auf euch. Es geht nicht darum zu sagen, dass die Religionen da komplett kalt kalkulieren. Nein, die Leute, die da selber in der Kirche sind, die werden größtenteils auch alle an das, an ihre, ja, Mission, die sie dann über die ganze religiöse Bildung, über ihre Riten vermittelt bekommen, wenn sie glauben. Aber trotzdem müssen die natürlich diese Realpolitik machen, um eben auf dem Markt zu überleben. Dieser ganze Konkurrenzaspekt kann man auch gut an dem Beispiel der Missionierung sehen. Also egal wie viel immer nach außen dargestellt wird, ja hier Christentum, Islam, die anderen Religionen, wir arbeiten hier zusammen, wir sind doch alles eins, alles irgendwie Religion. Aber ganz reell, es geht gar nicht darum, dass es jetzt irgendwelche neuen Glaubenskriege geben muss oder so, aber natürlich streitet man sich auch in seinen Missionierungsmissionen dann darum, möglichst viele neue Schafe eben ins Trockene zu bringen. Das sehen wir vor allem dann auf dem afrikanischen Kontinent oder eben in Polynesien, in Asien. Da wird ja wirklich mit unfassbaren Geldmitteln versucht, dann die Leute vor Ort da von zu überzeugen, sich eben der einen oder der anderen Kirche anzuschließen, teilweise auch in den Religionen selber eine Konkurrenz darum, die Leute da eben in seine Institution reinzuschaffen. Aber das ist natürlich nicht eine einseitige Akquirierung von Macht für die Religion selber, sondern die Staaten, auf deren Grund und Boden das alles passiert, haben natürlich auch ihre Vorteile davon und können die Religion auch selber für ihre eigenen Ziele, für ihre staatliche Ideologie nutzen. Ja, was mir da direkt in den Kopf schießt, wenn du davon sprichst, dass also Staaten da auch ein Interesse natürlich an Religionen, die auf ihrem Staatsgebiet dominant sind, haben, weiter zu propagieren, zu festigen, wie auch immer, ist auch, dass Religion natürlich einen Aspekt darin spielt, die Klassengegensätze aufzulösen. Es gibt immer dieses schöne Beispiel, dass bei der Weltmeisterschaft dann also der Boss und der Arbeiter in trauter Eintracht mit dem gleichen Trikot für ihr Team einstehen. Und das trifft doch genauso auf die Religion zu. Also es gibt so viele Situationen und so viele Befriedungen darüber, dass man einfach die gleiche Religion wie der Boss hat. Es ist nun mal so, dass es eine gemeinsame Identifikation schafft. Wenn also mein Boss auch Moslem ist, wenn mein Boss auch Jude ist, wenn mein Boss auch Christ ist, wenn mein Boss auch Buddhist ist oder so, dann kann ich natürlich darüber, ja, eventuell auch irgendwelche Arbeitskämpfe vermeiden, irgendwelche Konflikte im Betrieb vermeiden, schön zusammen zur Messe gehen, was auch immer, und mich da als ganz toller Mensch darstellen, einfach eine bessere Ausgangslage darin haben, meine Angestellten besser ausbeuten zu können. Ja, und wenn es mit dem reinen Gemeinschaftsgedanken dann nicht mehr so gut funktioniert, dann kann man das natürlich auch nutzen, um sich nach außen abzugrenzen und den Feind zu externalisieren. Genauso wie man es eben schon vom Nationalismus kennt. Oder wenn man dann auch einfach einen Anspruch auf ein bestimmtes Gebiet erhebt, wenn man sich imperialistisch als Staat dann vor Ort dort betätigt, dann kann man das natürlich auch immer gut als Legitimierung nutzen. Und da muss man ja gar nicht so weit gucken, das kennt man ja auch einfach schon in Deutschland selber. Hier wird es jetzt vielleicht religiös von christlicher Seite nur an den Rändern begründet, aber auch aus so einer ganz liberalen, christlich-kulturellen Perspektive kann man dann sehr einfach das Beispiel nehmen, wie teilweise hier dann auch Feindschaft eben häufig mit einer ganz starken Vermengung mit Rassismus gegenüber muslimischen Menschen gemacht wird. Oder in anderen Staaten dann eben nehmen wir die Türkei, wo es dann, wenn man zusammen mit Aserbaidschan eben Anspruch auf Armenien erhebt oder Griechenland dann als großen Regionalfeind ansieht, dann geht man eben über die Feindschaft gegenüber dem orthodoxen oder katholischen Christentum. Und das funktioniert immer wieder und ist dann natürlich eine sehr gute Unterfütterung für eben den schon bestehenden Nationalismus oder teilweise auch ein Ersatz dafür. Ja, ein wichtiger Hintergrund davon ist natürlich die Gemeinschaft. Da kommen wir wieder zu einem Thema, wo man auch zu Beginn erstmal direkt sagen kann,
Wir suchen alle Gemeinschaft, wir haben alle die Hoffnung in irgendeiner Form von Identität, zusammen mit anderen Menschen, egal ob es jetzt der Fußballclub, die politische Einstellung, die Religion oder was auch immer ist, da also ein Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln und zu haben. Und davon lebt auch der Mensch, das braucht auch der Mensch. Und deshalb ist natürlich Gemeinschaft erstmal ein ganz, ganz wichtiger Faktor, um sich also einer Religion anzuschließen. Und die reine Motivation ist mir auch natürlich überhaupt nicht falsch. Und es ist ja auch Fakt so, dass in einer Gesellschaft, die sich immer weiter individualisiert, wo eben alle möglichen Vereine, Sportsachen, alles weiter sich auflöst, ja, dieser Raubtierkapitalismus, wie man so komisch sagt, sich einfach immer weiter durchsetzt und wir immer weiter auf uns alleine gestellt sind, das macht er doch einfach krank. Und da können natürlich auch Religionen einen wieder wichtigeren Baustein teilweise für die Menschen spielen. Und das ist dann auch erstmal verständlich. Natürlich ist es aber aus unserer Perspektive dann auch wieder sehr schade, dass darüber Religion wieder an Relevanz gewinnen kann, weil das ja auch für unsere Schwäche spricht. Wir wollen ja auch Gemeinschaft schaffen. Wir wollen ja auch den Menschen Halt geben. Wir wollen ja auch zusammen mit den Menschen kämpfen für unsere Interessen. Und da passt nun mal das Gemeinschaftsbild auf Grundlage eines religiösen Verständnisses erheblich besser in die aktuelle Ideologie und in das eher erwünscht ist, hinein, als wenn man sich doch jetzt in einer revolutionären Basisgewerkschaft diese Gemeinschaft findet, weil die natürlich deutlich, deutlich gefährlicher für das Bestehende ist als jetzt so eine Religion. Ja, und da muss man ja auch genau tiefer auf das Stichwort Interessen eingehen. Denn das ist ja auch das Problem eben für das System an ja einer revolutionären anarchistischen Organisation oder Gewerkschaft. Die Interessen, die dort vertreten werden, fordern eben die Veränderung der Produktionsverhältnisse, die Auflösung der Klassengegensätze in diesem Staat, dass wir als ArbeiterInnen für unsere Interessen dort kämpfen und eintreten. Und für was wird eben dann in so einer religiösen Gemeinschaft, was für Interessen werden dort formuliert? Und das ist ja eben dann einfach das nach vorne bringen und die Verteidigung der einzelnen Gemeinschaft der Gläubigen, der Christen, der Muslime, der Juden, der Hindus, was auch immer. Und das wird dort dann eben versucht gegen die anderen Gemeinschaften und nach innen gegen die, die abschweifen, dann durchzusetzen. Und das passt in den meisten Staaten, sofern es einhergeht mit der sonstigen Staatsideologie, natürlich ganz gut rein. Und ich finde, davon ausgehend müssen wir dann auch auf eben einen anderen wichtigen Faktor eingehen, nämlich das Moralisieren und das Disziplinieren der eigenen Glaubensgemeinschaft. Denn natürlich bietet Religion auch einen Wertekodex. Wiederum etwas, was Halt geben kann, was auch wichtig für Menschen ist. Also etwas, egal ob es jetzt das Gesetzbuch, die Mao-Bibel oder oder die Tora ist oder so. Religion ist ein ganz, ganz starker zusätzlicher Ankerpunkt zu dem, was wir hier weltlich eigentlich haben, von Gesetzgebung, von Wertevorstellung. Das brauchen wir auf der einen Seite alle. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich angucken, was sind das denn für Werte? Was sind das denn für Gesetze? Und da finde ich, auf der einen Seite ist immer absolut scheußlich, dieser Gedanke jetzt noch zusätzlich zu dem, was es eh schon an Reglementierung durch dieses System gibt, wie gefesselt wir eh schon in unserem Leben sind, dass ich mir jetzt noch in Anführungsstrichen freiwillig in manchen Ländern. Und je nachdem, wie du aufwächst, kannst du das überhaupt nicht freiwillig aussuchen, sondern du wirst halt einfach da reingeboren oder da reingezwungen in dann diesen religiösen zusätzlichen Regelkodex. Aber das ist doch eine absolut grausame Vorstellung, jetzt auch noch zusätzlich irgendwie 6-mal am Tag oder 4-mal am Tag oder was auch immer beten zu müssen, weil sonst irgendwie was weiß ich, was auf mich wartet. Noch zusätzlich das und das machen zu müssen, noch zusätzlich das und das nicht essen zu dürfen, nicht zusätzlich, also so schon empfinde ich halt dieses Leben als unfrei und als reglementiert. Das kommt noch oben drauf. Und das sind nur die reinen Regeln. Aber dann kommt ja noch der Wertekodex, wo man sagen kann, es gibt punktuell sicherlich bestimmte Werte, die Religionen vermitteln, die sinnvoll sind, die vielleicht auch universeller menschlicher Natur sind, wo man dann, wo sie immer so tun, als hätten sie das erfunden, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen oder was auch immer. Das sind dann so, die tun dann immer so, wow, das hat irgendwie so, das hat unsere Religion halt der Menschheit gebracht. Ohne dass wir das halt irgendwie vorangebracht hätten, wäre das ja gar nicht dazu gekommen. Obwohl sie selber total scheinheilig das immer argumentieren, weil sie selber, wenn man ihre Geschichte anguckt und auch wenn man ganz oft ihre Realität anguckt, die größten Schlechter sind, die größten Mörder sind, die größten Ausbeuter sind. Das kotzt mich halt einfach so an. Diese Doppelmoral, diese Scheinheiligkeit. Ist es denn so anders von dem Moralkodex in
vielen anderen Bewegungen. Also du hast das jetzt gerade so angesprochen, als sei das eben, ja, der Religion total eigen. Und ich verstehe, was du damit meinst, dass dir das total zuwider ist, diese Disziplinierung und Durchstrukturierung des eigenen Alltags und des eigenen Handelns zu haben. Aber ich würde wirklich sagen, die allermeisten Bewegungen, auch unsere anarchistische Bewegung, handelt halt in total vielen Fragen absolut moralisch in dem, was sie den Leuten so an Handlungsempfehlungen für den Tag vorgibt. Das mag man dann, weil es wahrscheinlich näher auch an der eigenen liberalen Realität des Aufwachsens ist, als näher vorkommen. Aber alleine, wenn ich an solche Dinge denke, wie die Wichtigkeit von veganer Ernährungsweise, die Frage von, wie rede ich sprachlich, was für Rituale wähle ich in meinen eigenen Räumlichkeiten, wie verhalte ich mich da, an welchen Figuren halte ich mich fest. Das soll jetzt gar nicht heißen, irgendwie, ich möchte das jetzt gleichstellen mit der Durchreglementierung von Fragen des alltäglichen Lebens im ultraorthodoxen Judentum oder so. Nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, dass es nicht verwunderlich ist, dass sehr viele Leute eben in einer Gesellschaft, wie wir sie jetzt haben, in der man wirklich sagen kann, ja, im Vergleich zu früheren Zeiten ist das sehr entfernt von einer starken Durchreglementierung, zumindest der Freizeit des einzelnen individuellen Menschen, dass Leute sich da eigens dann für eben so eine religiöse Durchreglementierung entscheiden. Oder, was ja sogar sehr ähnlich wie eine religiöse Durchreglementierung, anderes Beispiel, wo wir auch schon mal eine Folge drüber gemacht haben, dann eben solche Durchreglementierung von Erfolgstrainern oder sowas nehmen, um eben ihren Alltag zu strukturieren und dem wieder eine neue Sinnhaftigkeit zu geben, weil eben dieser reine Hedonismus von dem Auswählen auf dem freien Markt von, nehme ich jetzt das eine Produkt oder das andere? Trage ich jetzt eine, wenn man es dann geschafft hat, eine Breitling-Uhr oder eine Rolex-Uhr? Dass dieses ganze Handeln durch diese Moral unterfüttert einen ganz neuen Sinn bekommt. Auf jeden Fall. Also ich wollte damit jetzt auch an dem Punkt wiederum jetzt nicht uns oder die Linke oder was auch immer da erhöhen darüber. Ich würde schon sagen, das ist ein, wie du es auch gesagt hast, einen qualitativen Unterschied. Ja, natürlich. Doch sehr deutlich von den Reglementierungen, die wir zum Beispiel in der Linken erfahren im Vergleich zu der religiösen. Aber wir kämpfen ja auch gegen diese Reglementierung. Wir kämpfen ja auch gegen diese Moralisierung. Und wir sagen ja auch, wir wollen, dass wir eine neue Kultur schaffen, in dem also die Menschen so genommen werden, wie sie sind, wo man natürlich bestimmte Werte auch vermitteln kann. Werte sind was Wichtiges für uns. Ja, das will ich ja sagen. Moral ist auch was Wichtiges, ein Wertekodex. Ja, das klar. Nur halt darf das halt eben nicht sein, was also uns unnatürlich so reglementiert, dass es uns letztendlich unglücklich macht, dass es uns unfreier macht und dass es ja nicht zu unserem Leben halt passt. Sondern wenn, dann muss es halt eine natürliche Entwicklung sein, wo man eben von sich aus dann zum Beispiel sagt, so, ich fühle mich gut dabei, vegan zu leben. Mir geht es gut damit. Ich finde das eine sinnvolle Sache. Dann ist es richtig. Aber es gibt, denke ich, viele Menschen, inklusive auch mir selber, die daran jahrelang festgehalten haben, ohne darin wirklich komplett überzeugt zu sein oder sogar auch eine gewisse, es ist natürlich, ich habe jetzt keine krasse Angst gehabt oder so, aber ich habe schon, wo ich aufgehört habe, vegan zu sein, eine längere Zeit das heimlich gemacht. Und da muss man sich ja genau das fragen. Das ist ja total absurd. Heimlich Fleisch, Milchprodukte. Ja, habe ich Milchprodukte konsumiert, eine Zeit lang, jetzt ein paar Monate oder so. Es gab keine Konsequenz daraus, dass ich dann gesagt habe, ich bin nicht mehr vegan oder so. Aber trotzdem muss da ja irgendwas sein. Muss da ja irgendeine moralistische Vorstellung sein, die einen dann halt da so ein bisschen, selbst wenn das nur auch ein bisschen selbstgemacht ist, aber einfach ein paar Blicke zu riskieren oder da ist ja schon was. Und das muss halt aufhören, da muss man halt natürlich auch dagegen vorgehen. Wenn, dann muss das also was Positives, was Bestärkendes, was einem etwas gibt sein, der Wertekodex und nicht etwas Reglementierendes. Ja, da finde ich, kann man dann auch gut darauf eingehen, eben diese Internalisierung von dieser ganzen Moral. Weil das, was du auch angesprochen hattest, war das jetzt gesagt, dann irgendwie mit, ja, hier Blicke riskieren, aber das hörte sich für mich auch alles sehr stark davon an, dass du selber dann wirklich dich richtig beschissen gefühlt hast und selber das Gefühl hattest, das, was du jetzt machst, ist wirklich einfach falsch, das ist nicht integer mit dieser Welt und mit den eigenen Vorstellungen. Genau. Und das ist ja auch wirklich was, was man in Religion sehr häufig findet, wo dann halt eben das Fehlverhalten und auch die ganzen Probleme in dieser Gesellschaft ähnlich, und das finde ich, da kann man wirklich immer gut diese Brücke schlagen zu dem, was ich gerade gesagt habe, mit dem, was dann auch eben diese Erfolgstrainer vermitteln. Müsst ihr auf jeden Fall mal in die Folge dazu reinhören. Und auch das, was jetzt in den kapitalistischen Staaten, in der kapitalistischen Moderne immer gepredigt wird. Der Fehler liegt bei dir als Individuum. Diese Welt ist so sündig, diese Welt ist so beschissen, es läuft so viel falsch.
weil eben die Leute sündigen, weil sie Fehler begehen. Und falls es dann doch mal den gläubigsten und eigentlich moralisch integersten Mann dieser Welt trifft, dann ist es halt eine Prüfung von Gott oder Gottes Wege sind unergründlich. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, wenn es eben diese Probleme gibt, dann liegt es am Individuum selber. Dann liegt es daran, dass es sich nicht moralisch verhält. Und das ist ja wirklich was, wo man sich mal vorstellen muss, was das auch psychologisch mit so vielen Menschen, mit wirklich der großen Masse der Menschen macht. Das ist wie viele anderen Sachen, die wir eben in diesem System erleben, dass es uns einfach unser Selbstbewusstsein raubt, dass es uns mit so vielen Selbstzweifeln und so einer inneren Zerrissenheit zurücklässt. Was mir vielleicht noch wichtig ist, einmal zu betonen, zum Abschluss von diesem Bereich des Wertekodex und so weiter, ist, wie stark dann auch dieser Wertekodex von reaktionären Lebenseinstellungen und Grundsätzen geprägt ist. Und das kann man, denke ich, sehr, sehr deutlich an der Verbindung von Religion und Patriarchat sehen. Die Religion ist ein unfassbar wichtiger Baustein für die Aufrechterhaltung und die Fortführung und Verstärkung des Patriarchats in so vielen Gesellschaften auf der Welt. Es ist in den Schriften, in den Grundsätzen aller Religionen eigentlich verankert, dass es eine Ungleichbehandlung von Männern und Frauen gibt. Und natürlich gibt es da Unterschiede, die man auch benennen muss, weil zum Beispiel im Christentum, wenn man sich das Christentum in Deutschland anschaut, dann ist natürlich das Christentum in Deutschland nicht mehr das, was es im Mittelalter war. Also es gab ja offensichtlich eine Entwicklung, dass halt reaktionäre Tendenzen liberalisiert wurden. Ich finde, was Frauenunterdrückung angeht, muss man an dieser Stelle einfach den Islam nennen. Weil der Islam, wie es wie gesagt in allen Religionen verankert ist, aber nochmal besonders hervortut in der Unterdrückung von Frauenrechten, in der Unterdrückung von Selbstbestimmung und von Gleichberechtigung. Und es ist für mich unerträglich, dass diese Verbindung nicht gesehen wird oder wenn man das halt eben, vielleicht bekommen wir jetzt hier auch direkt an den Rassismus und AfD und was weiß ich was Vorwurf, dass dann gleichgesetzt wird, das halt zu thematisieren und anzusprechen, mit dass man halt jetzt irgendwie ein Rechter ist und so weiter. Ja, bevor wir jetzt sicherlich noch ziemlich intensiv auch auf diese Frage später eingehen müssen, nämlich der ganze Kosmos von Fundamentalismus und Islamkritik etc. und wie das hier in Deutschland behandelt wird, da werden wir auch nochmal viel von unseren eigenen Erfahrungen damit sprechen können, gerade gleich vor allem an dem Punkt mit, wie wir gegen Religion vorgehen. Was ich nochmal wichtig finde anzusprechen, ist es natürlich ganz wichtig zu sehen, dass Religion sich auch mit der Entwicklung von Staaten, mit der Entwicklung von Produktionsverhältnissen mitentwickelt. Und das, finde ich, ist was, was wir auch ganz gut im Christentum sehen können und dort dann auch, wie du gesagt hast, der Entwicklung von, wie ist das Verhältnis jetzt zum Patriarchat? Ja, klar. Weil so wie sich das Patriarchat natürlich in der westlichen Staatenwelt gewandelt hat, hat sich dann auch einfach Religion mit verändert. Das war kein freiwilliger Prozess von den religiösen Herrschern da. Das eben, weil so wie das Alte Testament und das Neue Testament verfasst ist, das war ja alles eben über die verschiedenen Evangelien dann geschrieben, zu einer Zeit, wo es gerade später dann den Bruch zum Feudalismus gab, aber die meisten Leute eigentlich noch in Sklavenhaltergesellschaften gelebt haben, weswegen es auch so viele Regelungen dazu gibt und weswegen auch die Rolle der Frau so dort in den Schriften natürlich geschrieben war. Mit dem Aufkommen der Aufklärung, der Entwicklung der Nationalstaaten änderte sich ja auch die Form der patriarchalen Unterdrückung hin zu eben mehr, ja hier die Kleinfamilie, die sich moralisch verhalten soll und möglichst viele Arbeitskräfte wieder reproduzieren soll, damit die dann auch wieder schuften gehen können. Und daraus natürlich dann auch, ganz bekanntes Beispiel, die Entwicklung von der protestantischen Arbeitsethik. Das finde ich immer wichtig dabei zu bedenken, weil wenn man das nicht sieht, dann wundert man sich ja. Und dann kann man ja auch tatsächlich in so rassistische Denkmuster reinkommen, dass man eben sagt, ja, da muss ja irgendwas ganz zentral im Islam falsch sein, wenn die Leute eben vor Ort dann immer noch an diesem Frauenbild, wie man immer so schön sagt, Frauenbild aus dem Mittelalter festhalten. Da kann man dann, finde ich, immer ganz nett zu bemerken, dass natürlich das Mittelalter eigentlich immer die falsche Periode gewählt ist, um islamischen Reaktionen zu beschreiben, weil das ja eigentlich immer das goldene Zeitalter des Islams war. So, wenn müsste man sagen, dass das eher in der islamischen Moderne dann wahrscheinlich noch verhangen wäre, das Frauenbild. Aber nichtsdestotrotz so. Das liegt natürlich daran, dass viele muslimische Gesellschaften, viele muslimische Staaten einfach bis zu der modernen Geschichte häufig noch
feudale Gebiete waren und dementsprechend angepasst waren dann natürlich auch die religiösen Vorstellungen. Und die Staaten, die eben sich schon früher kapitalistisch entwickelt hatten oder dann eben in die Sowjetunion oder andere sozialistische Staaten übergegangen sind, die haben natürlich ihre Religion dann auch dorthin angepasst. Das finde ich immer wichtig zu denken. Religion entwickelt sich immer auch mit den Staaten, mit den Produktionsverhältnissen. Ja. Dass es da Störfälle gibt, dass auch teilweise sich sowas überlebt, das ist wie mit allen anderen Ideologien auch so. Du hast es sehr gut formuliert und es ist mir auch wichtig festzuhalten, dass natürlich jetzt der Islam ist nicht besonders böse im Vergleich zu oder sowas ist. Darum geht's ja gar nicht, sondern es geht ja genau darum, das eben zu versuchen zu erklären, warum es vielleicht bestimmte Bereiche gibt, wo jetzt gerade der Islam an bestimmten Punkten, wenn man ihn in der Gesamtheit betrachtet, an reaktionäreren Stellen ist als andere Religionen. Und das kann sich auch wieder ändern. Das kann sich auch wieder wandeln mit also den Gegebenheiten, den materiellen Gegebenheiten und den Situationen, wo halt eben diese Religionen vertreten sind. Absolut. Sie schaffen selber natürlich eine Kultur, sie schaffen selber eine Vorstellung, aber sie sind ja auch nicht Alleingeber von, wie jetzt die Gesellschaft manifestiert ist. Und sie müssen sich immer ein Stück weit anpassen. Wenn man jetzt alleine daran denkt, was es also für Kämpfe und für Reformationen und so weiter im Christentum gab. Ne? Wie gesagt, das ist ja nicht freiwillig passiert, sondern das sind ja auch so Kämpfe, die halt von unten gekommen sind, wo also Veränderungen erzwungen wurden. Und das muss es ja dann ja auch letztendlich im Islam zum Beispiel auch jetzt geben. Und da muss man nochmal eben sagen, absolut richtig, aber nicht nur von unten, sondern auch teilweise von oben. Stichwort Französische Revolution und die bürgerliche Klasse, die eben auch ganz stark in vielen Fällen gegen eben den Großgrundbesitz von der Kirche vorgegangen ist. Ja. Oder andere Beispiele, wo einfach die herrschende Klasse, in dem wie die Produktivkräfte sich dann entwickelt haben und wie sie sich das vorgestellt haben, wie eben auf deren beanspruchten Grund und Boden gehandelt und gewirtschaftet werden soll, einfach in Clash kam mit den wirklich teilweise dann sehr rückständigen Vorstellungen der Kirche. Gehen wir mal, finde ich, davon über, darüber zu sprechen, was für eine Funktion und was für einen Inhalt eigentlich Religion hat, nämlich dazu, was gibt es für Ansatzpunkte für uns zum Kampf gegen die jetzige Religion und zum Entmachten von religiösen Institutionen in den Gebieten, in denen wir kämpfen. Da als allererster, finde ich, ganz zentraler Punkt, wie bei vielen oder wie bei eigentlich allen anderen Ideologien auch, unsere Politik, das, was wir machen, die Kämpfe, die wir führen, das, wie wir den Leuten zeigen, dass sie dort in ihrem tatsächlichen, eigentlichen Interesse handeln können, ist wirklich das Beste, was wir machen können, um Religion, um anderen Ideologien den Boden zu entziehen. Während die Töle da... Ja, dieses Vieh ist echt unfassbar. Das ist echt der abgefuckteste Hund. Das ist echt so schlimm, das Ding. Ja, als ein Oberbegriff steht da Trennung von Religion und Staat bei uns auf dem Zettel. Ich denke, ist auch was, was vielleicht viele von euch erstmal einfallen wird. Es geht ja letztendlich darum, dass natürlich ein Staat, der ein religiöser Staat ist, also der wirklich ein Religionsstaat ist, da hat natürlich die Religion ja leichtes Spiel und kann sich gut ausbreiten und ist auch besonders gefährlich, finde ich immer. Ich meine, wenn man sich die Gottesstaaten, ne, an der Stelle anschaut, dann kann man, denke ich, schon sehen, dass was das so für Folgen hat. Und zwar auch unabhängig davon, was das jetzt für ein Staat ist. Und man kann da schon sagen, dass eigentlich alle diese Gottesstaaten extrem reaktionär, eigentlich alles Diktaturen. Und wobei man natürlich jetzt auch darüber reden kann, ob jetzt zum Beispiel die USA so ein halber Gottesstaat ist. Wobei das wahrscheinlich ein bisschen zu hoch ist, das zu sagen. Manche Region bestimmt, Stichwort Utah. Und da hat das natürlich dann auch entsprechende Folgen. Also ich finde das im Prinzip schon eine sinnvolle Losung, als so ein Reformprozess da so eine Trennung zu haben erstmal. Aber du hast da ein Fragezeichen. Ja, ich habe da ein Fragezeichen direkt dahinter gesetzt. Also mein Problem mit dieser ganzen Frage ist nicht erstmal dieser intuitive Blick darauf, weil wenn ich da so drauf schaue und das habe ich eigentlich mein ganzes Leben durch, wenn diese Frage von Trennung von Religion und Staat, wie heißt das nochmal, Französisch, Laizismus, Säkularisation. Ja, intuitiv würde ich erstmal sagen, natürlich lebe ich lieber in einem säkularen Staat als in einem Gottesstaat. Wenn man sich die ganzen Moralvorstellungen, die persönlichen Regeln, häufig wie Leute dann einander begegnen und was das an reaktionärer Politik bedeutet. Ja, klar, mein Problem ist eben damit, wie man sich dann auf den Staat dort als liberalen Staat eben positiv bezieht. Als Ziel würde ich mir, glaube ich, wirklich
das nicht setzen. Mir geht es eher um einen allgemeinen Kampf gegen diese religiösen Institutionen, dass es dann sein kann, okay, der Staat löst sich eben von ihnen und möchte nicht mehr mit ihnen zusammenarbeiten, weil einfach wir als Bewegung zu stark dagegen vorgehen ab einem bestimmten Punkt. Das nehme ich alles gerne mit, ja, da habe ich kein Problem, aber sich das wirklich so als Ziel zu setzen, bedeutet für mich auch an einem Anfangspunkt schon eigentlich zu sagen, das, was ich mir da als Besseres vorstelle, ist eben dieser liberale Staat, losgelöst von der Kirche und damit auch sehr große Gefahr läuft, sich dann auch so ein bisschen dieser staatlichen Ideologie von eben den eher liberalen Leuten dann anzunehmen und von Anfang an sich auch da einfach offen zu machen, dass eben diese Kräfte dort anknüpfen können. Ja gut, das ist ja eine total nachvollziehbare Gedanke und das ist ja auch was passiert so. Also es ist ja hier auch in Deutschland die vorherrschende Ideologie, dass man ja doch alle traut nebeneinander und auch in der Linken wurde ja völlig aufgegeben, gegen Religionen außer die ganz krassen Ausprägungen dann noch vorzugehen. Und deswegen ist es ja auch wichtig, neben dieser Trennung, die jetzt halt für manche Länder halt wirklich eine Revolution fast schon wären, wenn man da jetzt an den Iran oder so denkt, als ein Beispiel, da ist es ja einer der zentralen Punkte auch von der Bewegung auf der Straße und der Ziele auch immer gewesen. Und das ist auch wichtig, sich dem anzunehmen, finde ich. Und ungeachtet dieser richtigen Kritik, die du hast. Ja, natürlich gebe ich dir da recht in dieser Frage, aber ich finde es wirklich wichtig, im Kopf zu behalten, dass eine staatstragende Ideologie immer herausgebildet werden wird. Und wir werden nie einen abstrakten Staat haben, der da einfach vor sich hin existiert, sondern für eben diese einfachen Realitäten, die aus den Produktionsverhältnissen entspringen, also Konkurrenz zwischen den Staaten, Konkurrenz zwischen den einzelnen Kapitalisten und ein gewisser Arbeitsethos, der irgendwie existieren muss, um diese Gesellschaft zu regulieren. Es wird sich immer eine gewisse Ideologie entwickeln müssen, damit das überhaupt funktioniert. Da ist ja wirklich auch die Ideologie einfach das Schmiermittel, wie eben diese Gesellschaften funktionieren. Das finde ich wirklich immer wichtig dabei, bei so einer Frage von, setzen wir uns Säkularisierung, die Trennung von Religion und Staat als Ziel im Hinterkopf zu behalten. Und deswegen würde ich auch dieses Ziel einfach nicht so formulieren, sondern mir geht es wirklich um einen Kampf gegen religiöse Institutionen und nicht einen Kampf für die Trennung von Religion und Staat. Ich stimme dir vollkommen zu. Ich bleibe trotzdem dabei. Es gibt Länder, wo das ein wichtiges Ziel ist und wo das ein nachvollziehbares Ziel ist und wo wir beide auch dafür streiten würden. Wenn wir im Iran leben würden, dann würden wir auch dafür streiten, dass das erstmal getrennt wird, weil das halt faktisch einfach eine Verbesserung der Lebensrealität bedeuten würde. Aber es muss dann natürlich weitergehen und das ist ja genauso wichtig, dass wir also sagen, es muss dann weitergehen, man muss weiter die Religion dann auch in diesem säkularisierten Staat dann halt Macht entziehen und da haben wir eine Fülle von Punkten, die wir uns überlegt haben. Und das Erste, was natürlich ins Auge sticht und was ich auch ganz zentral finde, ist auf der einen Seite Entziehung von Geldern, Stichpunkt Kirchensteuer und Entziehung von besonderen Arbeitsrechten, weil das sind ja dann auch in so einem säkularisierten Staat wie Deutschland ja Überbleibsel letztendlich von auch dieser, ja, Verbindung von Kirche und Staat. Das ist halt unerträglich, dass auf der einen Seite wir alle weiterhin für diese Institution, die immer weiter an gesellschaftliche Bedeutung verliert und da weiterhin Geld bekommt und da können wir faktisch, wenn wir dafür kämpfen, dass die Kirchensteuer abgeschafft wird, der Religion Macht entziehen in der Gesellschaft. Bei dem Arbeitsrecht ist es da werden ganz viele Leute bei der ersten Punkt, klar, das betrifft uns auch alle irgendwo, ne, deswegen ist es auch wichtig, aber das zweite ist ja noch krasser. Religionen beanspruchen ja den sozialen Bereich sehr oft für sich, was natürlich auch dann die soziale Komponente auf der einen Seite schon auch von Religion zeigt, die durchaus da ist, die will ich jetzt gar nicht komplett verdecken, die ist ja auch Teil von eigentlich allen Ideologien von Religion, aber natürlich ist das auch ganz oft eben wieder diese Doppelmoral und es gibt dann halt speziell in Deutschland, wenn man das überlegt, wie halt der gesamte soziale Bereich aufgesaugt wird von den religiösen Institutionen und was das für Folgen hat für uns als ArbeiterInnen, wo wir einfach mit beschisseneren Arbeitsbedingungen oftmals leben müssen, weil nun mal gesagt wird, ah ja, das ist ja quasi hier total die karikative Einrichtung und wir arbeiten doch alle hier für das Menschenwohl und stell dich doch jetzt mal nicht hier so an mit deinem Lohn und so weiter. Das wird dann halt eben auch oft aufgrund dieses Wertekodex moralisiert und dann gibt es halt diese ganzen Punkte von, okay, du musst halt in der fucking Kirche sein, um da arbeiten zu können. Was ja eine enorme Macht ist. Ich will das nochmal betonen, was das halt immer noch für ein heftiger Einfluss ist. Und das muss unbedingt weg. Wie viele Millionen Menschen würden einfach jetzt von heute auf morgen aus der Kirche austreten, wenn das nicht mehr wäre?
aber sie müssen es halt einfach nur sein, obwohl sie davon selber gar nicht überzeugt sind, weil sie halt einfach im sozialen Bereich arbeiten wollen. Ein weiterer ganz wichtiger Punkt ist, und da sind wir auch schon so ein bisschen in unserer Diskussion gerade über die Frage von Islam und Frauenrechte drauf eingegangen, und das ist die Offenlegung und das Bekämpfen von Zusammenarbeit von eben staatlichen Stellen, von Personen aus dem Parlamentarismus oder einfach irgendwelchen anderen öffentlichen Strukturen mit den reaktionären religiösen Institutionen. Da ist natürlich ein absolut gutes Beispiel der Islamverband DİTİB, der vom türkischen Staat hier als europäischer türkischer sunnitischer Islamverband finanziert und personell bestückt wird. Und DİTİB wird ja sehr gerne hier auch in der deutschen Politik von CDU bis Grün als Partner verwendet, um eben damit dann Macht auf Politik in eben der deutsch-türkischen Community auszuüben. Da sieht man auch, wie wichtig in diesem ganz konkreten lokalpolitischen Fall einfach Kirchen sind. Weil Kirchen bedeuten eben über ihre Funktion für die Gläubigen einfach einen Zugang zu dieser Masse an Menschen und damit dann auch ein Ausüben von politischem Einfluss und ganz reeller Politik auf diese Gemeinschaften selber. Und das müssen wir natürlich eigentlich, also wenn wir uns sowas wie DİTİB angucken, jetzt nicht in der Gänze, aber in dem, was dieses System DİTİB bedeutet, eigentlich genauso offenlegen wie Verbindung und Zusammenarbeit mit faschistischen oder anderen reaktionären Strukturen. So wie das auch häufig im Fall von AfD oder CDU und Zusammenarbeit mit fundamentalistischen Kirchen jetzt schon passiert. Weil im Endeffekt, das ist nichts anderes. Das ist eigentlich das, wie wir es auch schon mal in der Folge zur Kritik des Antifaschismus gesagt haben, das ist eigentlich die Aufgabe von jetzigen antifaschistischen Kräften. Vor allen Dingen, wenn man dann noch mitnimmt, dass es also auch ein Vorgehen auf der Straße. Die islamistischen und auch christlichen Fundamentalisten probieren sich ja auch die Straße immer mehr zu nehmen. Ich habe auch einen ganz klaren Eindruck davon, dass nach, speziell nochmal nach der Corona-Situation, du kannst eigentlich nicht mehr durch die Dortmunder Innenstadt gehen, ohne dass da halt irgendwelche Infotische, irgendwelche skurrilen Kundgebungen und Veranstaltungen von irgendwelchen religiösen Fundamentalisten sind. Die nehmen sich halt die Straße. Die nehmen sich unsere Straßen, und das sind halt Faschisten. So, das sind Reaktionäre der größten Couleur, die wir halt unangetastet lassen. Aus was für Gründen auch immer. Das ist halt einfach nur unsere Pflicht als revolutionäre Antifaschisten, gegen diese Reaktionäre auch auf der Straße vorzugehen, also mit Protesten, mit Blockaden und so weiter. Es gibt natürlich dann so Proteste gegen den Marsch des Lebens in Münster und so, wo es dann auch Blockaden gibt, aber natürlich auch nur gegen christliche Fundamentalisten und das auch sehr begrenzt. Und auch nochmal einzugehen auf den Ausbau der religiösen Infrastruktur, da muss es natürlich auch darum gehen, dagegen vorzugehen. Ich weiß, ist ein heikles Thema. Du hast es angesprochen, das sind die zentralen Machtpunkte letztendlich der Religion, und es ist doch eigentlich eine Selbstverständlichkeit, muss es doch eigentlich sein für uns als revolutionäre Linke, dass wir es nicht gut finden, wenn also religiöse Einrichtungen, speziell wenn sie dann noch wie DİTİB total reaktionärer und bis hin zu faschistischer, islamistischer Kultur sind, wo halt da es einfach Beweise gibt, dass die Kinder dort auch militaristisch halt erzogen werden, wo es also da irgendwelche Theaterstücke gibt, wo Kinder in Militäruniformen gegen irgendwelche Kurden vorgehen und diese ganze widerliche Scheiße, dann ist es doch unerträglich. Ich meine, ich habe zu dem Zeitpunkt in Köln gewohnt, wo die Zentralmoschee von DİTİB dort eröffnet wurde, dass dann halt also Erdogan als absoluter Diktator und Despot dann da diese Moschee eröffnet, ohne Widerspruch von links. Ja, die haben sich ja anstatt um Erdogan und die grauen Wölfe dann um die 100 Elendsgestalten, die sich vom Pro-NRW dann am Hauptbahnhof da getroffen haben, gekümmert. Ja, und das war die ganze Zeit so, dass dann halt diese Massen irgendwie dann 1000 Leute oder was auch immer gegen dann irgendwie 20 Pro-NRW-Leute davor gehen, anstatt dann halt mal mit den kurdischen Genossinnen zusammen mal ein Konzept zu entwickeln, wie man halt dann gegen halt auch sowas wie DİTİB und die Landnahme von ja religiös-faschistischen Strukturen wie DİTİB halt vorgeht und die anderen Verbände, die da zu nennen wären. Ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, 37.000 Menschen waren auf dieser türkischen, man muss es so sagen, faschistischen Kundgebung bei dem Erdogan-Besuch in Köln gewesen. 37.000, als ich das gesehen habe, war ich einfach nur schockiert, wie erbärmlich das Verhältnis der deutschen radikalen Linken zu eben dem Kampf und der Kritik
an solchen reaktionären religiösen Verbänden oder faschistischen religiösen Verbänden ist. Und das muss sich doch wirklich ändern. Da möchte ich auch nochmal drauf eingehen, was du gerade gesagt hast mit diesem Kampf auf der Straße gegen diese ganzen Stände und so. Ja, absolut wichtig. Das ist auch scheiße, dass was ist Islam oder finde zu Jesus Christus hier in der Dortmunder Innenstadt einfach komplett unwidersprochen da jedes Mal passieren kann und man die Leute, ja, entweder als Lokalkolorit sieht oder halt ein paar Spinner. Aber das ist doch, wenn überhaupt, das, worauf sich noch bezogen wird, wenn es auch um eine Kritik an eben, da gibt's ja immer dieses Wort dann Islamismus oder islamischem Fundamentalismus, wie auch immer, dann geht's ja, wenn überhaupt, dann sagt man ja ganz ganz furchtbar, was da irgendwie mit diesen Brigaden, die dann da im Sauerland oder Münsterland zum IS gefahren sind, passiert ist, oder ganz furchtbar, dass es dann hier irgendwann mal diese salafistischen Demos da gab und was der Pierre Vogel, Asirat und Sven Lau da gemacht haben, das sind jetzt diese Leute, aber genauso wie ich die AfD viel, viel beängstigender finde als diese Nazis, die der Staat auch bekämpft, finde ich es viel beängstigender, was hier mit DITIB oder den anderen noch nebenbei bestehenden sehr großen Islamverbänden passiert und nicht eben mit denen, wo der Staat auch sagt, ja, also so wie die jetzt hier ihren Glauben organisieren, da um Pierre Vogel und Asira, das finden wir aber auch nicht toll, nee, also so wie die das machen, das ist scheiße, da gehe ich gegen vor, weil ja, das macht der Staat, da geht er gegen vor, aber das ist doch viel gefährlicher, wie er das dann eben in sein parlamentarisches System da noch einfügt und einordnet. Und deswegen ist es super wichtig, dass wir dieses Thema, gerade auch, weil wir erneut, das haben wir schon so oft in unserem Podcast auch zu anderen Themen gesagt, natürlich an Boden, an Zustimmung bei den Massen verlieren, wenn wir uns nicht um dieses Thema kümmern und eben die Rechte offensichtlich all diese Themen für sich halt super vereinnahmen kann und sich da super herausstellen kann. Ich meine, der Islam ist halt das Thema, worüber sich eigentlich die Rechte profilieren kann und auch immer sagen kann, guck mal, die scheinheiligen Linken und so weiter. Und da haben sie dann tatsächlich leider auch ein Stück weit sogar recht. Und deswegen muss es ja darum gehen, diese Diskussion zu führen. Auf der einen Seite eine Stärkung von revolutionären Perspektiven innerhalb von Religionen, die marginal sind, das muss man einfach so sagen. Aber das wäre halt natürlich schön, wenn es dazu kommen würde, dass auch innerhalb von Religionen da eine stärkere Bewegung passieren, die dann auch gegen reaktionäre Tendenzen vorgehen. Und auf der anderen Seite natürlich auch eine Bildung und Stärkung von säkularem und atheistischen revolutionären Politik. Das muss viel mehr ins Zentrum gerückt werden. Da müssen wir viel mehr allgemein auch drüber reden und da was entwickeln zusammen. Und auch streiten durchaus. Ich meine, auch was wir jetzt hier sagen, ist ja streitbar, ist ja kein Problem. Das ist ja in Ordnung. Es werden sicherlich Leute sagen, ey, das und das, das hat mir nicht gefallen oder da seid ihr zu weit gegangen oder das habt ihr nicht thematisiert. Ist ja vollkommen richtig, aber wir müssen anfangen, darüber zu reden. Und es gibt halt eine Tabuisierung von ganz vielen Dingen und das ist absolut scheußlich. Ja, oder wir merken ja auch schon selber, dass wir eigentlich jedes Mal da auch unterschiedliche Ansichten zu dieser Thematik haben, ja, weil wir auch eben so selten darüber reden. Also wir beide jetzt natürlich noch mehr, aber es gibt halt so eine geringe strategische Diskussion um diese ganze Thematik und da müssen wir einfach wieder eine viel größere Perspektive drauf gewinnen. Mhm. Ich finde vielleicht noch ein wichtiger Punkt zu dieser ganzen Frage, wie das jetzt da im Konkreten aussehen sollte mit so einer revolutionären, säkularen, atheistischen Politik. Was ich ganz wichtig finde, ist, dass natürlich, du hast gerade angesprochen, anknüpfen an eben diese revolutionären Perspektiven in der Religion selber. Und natürlich wäre es schön, dann, du stellst dir wahrscheinlich jetzt auch so ein bisschen sowas vor, was ich dann auch direkt im Kopf hatte, Befreiungstheologie in Lateinamerika, revolutionäre islamische Politik im Sudan, solche Geschichten, wo man dann da irgendwie an eine tatsächliche Tradition anknüpfen kann und daraus entwickelt sich dann irgendwas. Ja, natürlich wäre das alles schön, aber was da für mich ganz wichtig ist, ist eben die Anknüpfung an die Communities selber, weil so ein Kampf eben gegen reaktionäre religiöse Politik, genauso wie gegen nationalistische Ideologie, gegen faschistische Tendenzen, kann auch nur mit und von Leuten selber dann aus der Religion getragen werden. Das haben wir ja auch so ein bisschen in der Weihnachtsfolge besprochen zum Thema Glauben, Kultur etc., dass es nicht darum geht, einfach irgendwelche basalen Glaubensgrundsätze anzugreifen, sich da rüber lustig zu machen, wie jetzt die kulturellen Praktiken in manchen Fällen aussehen, sondern dass es wirklich, dass da, wo man den Hebel ansetzen muss, an diesen ganz konkreten Fällen von eben Herrschaftsausübung ist, an dem, wo die Leben noch mehr beschnitten werden als sonst, da, wo eben sich das perfekt eigentlich
in diese ganzen anderen Herrschaftsverhältnisse vom Staat einreiht, da ist das, wo wir angreifen müssen. Wir wollen hier keine Kulturkritik von außen betreiben. Wir wollen hier nicht uns irgendwie darüber lustig machen, wie man jetzt eben seinen Sonntag oder seinen Freitag verbringt, ob man jetzt fastet oder nicht. Es geht dann darum, wo wird da konkret Herrschaft von den Community, in den Communities ausgeübt? Wo wird gesagt, religiöse Besuche in dem Gotteshaus sind verpflichtend, wo Leute ausgestoßen werden innerhalb der Community, weil sie sich so oder so dann verhalten, wo wirklich Druck ausgeübt wird. So musst du jetzt eben deine Reproduktion oder eben dein Liebesleben bestreiten. Da ist das, wo wir ansetzen müssen und nicht bei irgendwie so einem einfach nur lächerlich machen oder mit dem Finger drauf zeigen und sich selber erhöht fühlen und ah, guck mal hier, ich der schlaue Atheist. Das ist wirklich das, wo eine revolutionäre Perspektive ansetzen muss und wo wir auch aufzeigen müssen, da steht es im Widerspruch zu deinen eigenen Interessen als Mensch, als Arbeiter auf dieser Welt. Und auch eben, um das nochmal zu betonen, in der Beschneidung von diesen Machtpunkten und Entziehung von Geldern und so weiter. Also diese materiellen Gegebenheiten, das ist uns ganz wichtig, eben, wie du es auch schon gesagt hast, und dann halt eben auch die materiellen Gegebenheiten zu gucken. Und natürlich auch, was ich auch wichtig finde, Einflussnahme auf Bildungseinrichtungen durch religiöse Einrichtungen. Die ist natürlich in Deutschland schon stark beschnitten. Es gibt ganz viele Länder, wo das ein sehr wichtiger Kampf ist. Aber hier müssen wir natürlich auch immer ein Auge darauf halten, das auch immer weiter zurückdrängen. Religion hat an der Schule nichts zu suchen, hat in Bildungseinrichtungen einfach nichts zu suchen, gar nichts. So, da kann man sich dann halt vielleicht mit Basal halt auseinandersetzen oder auch einfach von, weil das ja auch geschichtlich auseinandersetzen, aber das hat jetzt von der Prägung her da einfach gar nichts zu suchen. Und natürlich auch eine konsequente Aufklärung von Gewalt und Missbrauch in religiösen Einrichtungen. Weil natürlich sind diese Einrichtungen, wo es also patriarchale, sehr herrschaftlich orientierte Situationen und Ausrichtungen einfach gibt, wo also der Pfaffe vorne, der Mullah vorne eben die zentrale Figur ist und halt sagt, wie es halt die Sachen zu laufen haben und der Anwärter von der moralischen Idee, die vermittelt wird, ist und so weiter. Natürlich passiert dort extrem viel Gewalt. Es ist ein extrem gewaltvolle Verhältnisse, wo auch dann die Menschen ausgebeutet und ausgenutzt werden, die also auch dann ein Stück weit ihr Vertrauen natürlich in diesen Wertekodex, der eigentlich vermittelt werden soll oder vermeintlich vermittelt werden soll, dort gegeben ist. Und da haben wir ja gigantische Fälle in der katholischen Kirche, das immer noch nicht komplett aufklärt ist, immer noch diese absolut kranken internen Gerichtssachen dann laufen, wo also das nicht öffentlich verhandelt wird, sondern die Kirche das unter sich halt ausmacht und einfach nur irgendwelche Pfaffen irgendwo anders hingepackt werden oder in den Vatikan schicken und dann irgendwie weitermachen können. Und das muss also ganz klar auch ein ganz zentrales Thema natürlich für uns sein. Ja, du hast es schon richtig gesagt. Das finde ich vielleicht auch zu diesem Punkt nochmal abschließend zu sagen, es ist ganz wichtig, dass man das nicht nur in dem Kontext von der katholischen Kirche denken darf, weil das stört mich immer so häufig, wenn wir darüber reden, ja, die katholische Kirche ist da ein absolut krasses Beispiel und wie viel da schon aufgedeckt wurde. Und es ist widerwärtig, dass diese Bestien da immer noch halt weiterhin in dieser Kirchenstruktur existieren, weil für mich spricht das auch einfach, das muss man ja auch wirklich sagen, für diese Struktur katholische Kirche selber. Das ist kein Störfall, sondern das ist ja wirklich systematisch da drin. Aber eben, Stichwort Systematik, das ist etwas, das man wirklich in allen religiösen Institutionen findet. Da habe ich ja letztens auch nochmal was in die Story zugepackt, zum Beispiel, wie dann religiöse Prostitution im schiitischen Islam im Irak funktioniert. Aber man kann wirklich auf der ganzen Welt diese Beispiele sehen. Von den Residential Schools in Kanada zu eben Ausbeutungen in Tempeln im Buddhismus und Hinduismus. Das ist überall gegeben. Und da ist auch nochmal wichtig, diesen ganzen Kontext von Patriarchat, Internalisierung von eben so moralischen Vorwürfen, und das alles da wirklich mit diesen Machtmitteln zusammenzugreifen, wo sich das dann eigentlich am krassesten davon äußert. Weil das ist ja auch was man immer wieder von den Leuten dann gehört hat, die Opfer davon geworden sind. Einmal, was du gerade gesagt hast, mit diesem unfassbaren Vertrauen, was in diese Personen gesetzt wird, weil sie eben, ja, wie soll man es sagen, im Endeffekt näher an Gott dran sind und da irgendwie mehr Einsicht drin haben. Aber zum anderen auch, dass eigentlich fast immer die Problematik davon auf die Person dann selber abgewälzt wird und das schon so stark dann eigentlich verinnerlicht ist, dieser Gedanke von, ja, wenn mir das passiert, dann muss ich ja moralisch auch irgendwas falsch gemacht haben, dass das dann nochmal besonders einfach die Opfer von so einem System dann innerlich zerreißt und auch häufig dazu führt, dass so viel davon eben nicht nach außen kommt.
Und da will ich einfach nochmal sagen, wirklich so ein bisschen diese, auch wenn das ja immer ganz toll ist, sich da in der katholischen Kirche abzuarbeiten und es auch wichtig ist, gerade da jetzt den Kampf zu führen. Ja, aber nicht vergessen, dass das wirklich eine Systematik ist, die da überall zu finden ist. Und es geht natürlich auch nicht nur darum, jetzt über Vergewaltigung und all diese Formen von struktureller Gewalt zu thematisieren, die wir gerade thematisiert haben, sondern es geht um alle möglichen Geschichten, die allzu problematisieren sind im Kontext von Religion. Also wenn wir über zum Beispiel Schwangerschaftsabbrüche reden, wenn wir über Homophobie reden, wenn wir über Impfverweigerung reden, da müssen wir in allen Bereichen, was Politiker, Ärzte, esoterische Leute, religiöse Leute, da gibt es so viele Anknüpfungspunkte, so viele Stellen, wo wir auch gerade aus einer feministischen Perspektive, aber nicht nur, sondern noch allgemein als Revolutionäre, dann halt, wenn wir über diese Bewegung reden, über die wir diskutieren müssen, ansetzen können. Wir müssen halt wirklich konkret dann auch zu diesen Ärzten gehen, wo wir halt eben wissen, dass die halt religiös beeinflusst sind und dann halt Frauen ein schlechtes Gewissen machen und probieren, den Sachen auszureden mit einer Abtreibung oder so. Das gibt's halt in Deutschland natürlich auch zuhauf und da müssen wir drauf gucken, das müssen wir öffentlich machen. Da müssen wir hingehen und das nicht weiter geschehen lassen. Das passiert überall. Ja, und abschließend finde ich ganz, ganz wichtig, wenn nicht sogar zentral für eben unsere Strategie davon, wie wir Religion, wie wir reaktionäre religiöse Institutionen bekämpfen können. Das Verständnis davon, was hat Fundamentalismus jetzt eigentlich mit der Religion an sich zu tun? Oder auch die Frage, was ist denn überhaupt jetzt dieser Fundamentalismus, der dann immer, ja, angesprochen wird, wenn es um christlichen Fundamentalismus, um islamischen Fundamentalismus, Islamismus oder dann Hindu-Faschismus, was auch immer geht. Und für mich ist das ganz häufig einfach nur eine bürgerliche Kritik an dem Ganzen, eine liberale Kritik, die eben nicht auf die Ursachen eingehen möchte. So ein bisschen wie der bürgerliche Staat ja immer den Faschismus als sich ihm komplett externalisiert ansieht. Der Faschismus, das ist irgendwie so ein Störfall, das kommt von außen, das ist, was weiß ich, entweder Politik wie vor 100 Jahren oder da sind jetzt Wahnsinnige an die Macht gekommen, aber dass diese ganzen Punkte, die sich auch im Faschismus widerspiegeln, wie einfach nur ein erhöhtes Konkurrenzdenken zwischen den Staaten, das Staatsvolk dann noch rassistisch und nicht nur über die Staatsbürgerschaft nach außen abzugrenzen und diese ganze Disziplinierung, die sowieso schon im Staat selber passiert, einfach nur auf eine neue Höhe zu treiben. Genauso ist es häufig mit dem Fundamentalismus, den man dann in Gruppen wie beispielsweise Al-Qaida oder dem IS oder hier dann in Freikirchen oder kleineren, nicht mehr offiziell zur katholischen Kirche gehörenden katholischen Sekten sieht, dass das ganz häufig eigentlich schon in diesen großen, offiziell anerkannten Kirchen angesetzt ist und sie sich auch offiziell aus diesem Kanon häufig heraus entwickeln. Das sehen wir auch in dieser ganzen Debatte um Sekten, wo man dann immer darüber redet, ach ja, guck mal, jetzt haben sich hier wieder die Wahnsinnigen zusammengefunden, die haben ganz verrückte Ideen. Ganz häufig die allermeisten dieser wahnsinnigen Sekten in Anführungszeichen, wo man das ja immer noch so schön pathologisiert, entstehen aus dem offiziellen Kanon der verschiedenen Religionen und aus den ganzen Versatzstücken davon und aus dem, wie diese Institutionen reell in dieser Welt agieren, wie sie eben mit dem Patriarchat verwachsen sind, wie sie queer und homofeindlich sind und wie sie auch häufig zusammengedacht werden müssen mit der sonstigen staatlichen und herrschaftlichen Ideologie. Ich möchte nochmal da wirklich bei diesem Punkt bestärken, dass es auch dann darum geht, halt uns auch abzugrenzen von dieser bürgerlichen Kritik. Es gibt keine Dokumentation im Fernsehen oder im Internet von Öffentlich-Rechtlichen oder so, wo nicht, wenn es um irgendwie eben fundamentalistische Ausprägung von Religion geht, nicht einmal mindestens irgendwo das Wort fällt, ja, aber das hat nichts mit der Religion zu tun, unsere Religion ist friedfertig, unsere Religion ist ganz toll und das sind, wie du es auch schon gesagt hast, irgendwelche Irren. Und das ist genau das, was eben dann Teil der bürgerlichen Kritik und der bürgerlichen Sichtweise auch oftmals da ist. Es geht nicht darum, die Leute generell zu erreichen, Religion in Frage zu stellen und dieses ganze Weltbild in Frage zu stellen, sondern es geht eigentlich nur darum, dass sie aufhören, Gewalt anzuwenden. Das ist halt eben etwas, was uns wirklich stutzig machen muss, weil es geht auch um die Ideologie. Es geht auch, wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt irgendwelche Nazi-Aussteiger haben, dann sagen wir auch nicht, ja, okay,
alles gut, du läufst jetzt nicht mehr mit deinen Jungs und haust uns abends auf die Mappe, alles gut, sondern wir erwarten doch auch, ja, leg die Strukturen offen, überzeug uns wirklich nachhaltig und in jahrelangem Prozess, dass du dieser Ideologie abschwörst und so weiter. Darum geht es uns doch. Und es geht doch nicht darum, dass Leute dann sagen, ah ja, ich ziehe mich jetzt ein bisschen zurück und bin jetzt halt weiter Nazi und erziehe meine Kinder als Nazis und so und vielleicht komme ich halt in 10 Jahren wieder oder was. Sondern es geht doch darum, wirklich diese Ideologien aus den Köpfen raus dann zu bekommen. Ja, und da müssen wir halt einfach uns auch lossagen von dieser bürgerlichen Sichtweise, die super krass verankert in der Linken halt auch ist einfach. Kommen wir zum Abschluss unserer heutigen Folge, war ja wieder ein längeres Stück. Ja, und das können wir doch jetzt wirklich auch mit einer Losung enden lassen, nämlich dass Religion, so wie sie jetzt existiert, als Ideologie, als ja manifestierte Institution gehört, abgeschafft und bekämpft, wie alle anderen staatstragenden Ideologien auch. Wir wissen, dass das genau so eine große Aufgabe ist, wie eben der Kampf gegen alle anderen Institutionen, die jetzt diese Produktionsverhältnisse aufrechterhalten. Aber wenn wir uns die als Aufgabe setzen, abzuschaffen, dann sollte es doch auch möglich sein, dort den Kampf genauso zu führen. Wichtig ist natürlich dazu zu sagen, dass es da mehr Sensibilität von uns als RevolutionärInnen da auch einfach braucht. Weil nun mal die Identifikation mit Religion auch auf einer sehr persönlichen Ebene und auf einer sehr, ja, dieser spirituellen Ebene und alles, dass das etwas ist, was natürlich dann auch dazu führt, dass viele Menschen damit eine ganz andere Verbindung haben als jetzt zu dem Kapitalismus oder zu dem Staat an sich. Und deswegen kann es auch einfach Situationen geben, wo wir in einem revolutionären Prozess bestimmte religiöse Institutionen auch dann natürlich eher aus strategischen Gründen auch unangetastet lassen und das erstmal ein bisschen weiter nach hinten verschieben oder da einfach generell eben gut überlegen strategisch, wie man also den Kampf gegen Religion führt. Da haben wir ja schon einige Ansatzpunkte geliefert. Wir haben auch mehrmals schon gesagt, dass es halt nicht darum geht, jetzt irgendwelche kulturellen Gegebenheiten da anzugreifen und was weiß ich, sondern dass es halt wirklich darum geht, dann halt gegen die Konterrevolutionären, gegen die erzreaktionären Sachen, wo dann wirklich auch religiöse Tendenzen, wie sie es oft getan haben in revolutionären Situationen. Wenn man alleine nur mal an die spanische Revolution von 1936 bis 39 denkt, wo große Teile der Kirche sich an die Seite von Franco gestellt haben. Und das werden sie auch in der Zukunft tun. Sie werden noch in der Zukunft an der Seite der dann auch staatlichen Herrschaft kämpfen. Und dagegen muss man natürlich mit allem, was wir haben, vorgehen. Aber im weitesten Sinne betrachten wir den Konflikt mit der Religion vor allen Dingen als einen, der eher in so eine Richtung von Kulturrevolution geht, wo wir also wirklich über lange Zeiträume, auch wahrscheinlich weit nach der Revolution hinaus, einfach nicht jetzt unbedingt alles niederbrennen wollen oder was weiß ich, sondern wirklich dann halt auch gucken wollen, dass dieser Einfluss Stück für Stück halt auch nachlässt und eben dann an bestimmten Punkten auch beschnitten wird, wo es halt einfach dann auch wichtig ist. Ja, und das ist wirklich ein für mich ganz zentraler Punkt, den ich noch mehr herausheben möchte. Ich hoffe, das ist auch in dieser Folge wirklich durchgekommen. Es geht da wirklich um ein strategisches Verhältnis zu. Es geht nicht darum, den Leuten einfach Spiritualität, Glauben oder das gemeinsame Beten und irgendwelche kulturellen Riten umzusetzen, abzuerziehen. Das ist wirklich für mich einfach nur ein liberales Verständnis davon oder teilweise ein autoritäres Verständnis, wo es dann einfach nur darum geht, dass eben jetzt die Kultur da anders praktiziert werden soll. Es geht wirklich darum, Religion mit Religion da in einen Widerspruch, in einen Konflikt zu geraten, wo es eben unseren Zielen und unseren Interessen als ArbeiterInnen, als Menschen hier auf dieser Welt im Konflikt steht, dass wir es da angehen. Das heißt natürlich auch, wie mit allen anderen Ideologien auch, sie dort zu bekämpfen, wo man eben in den Konflikt gerät und dort, wo es möglich ist, sie in bestimmte Bahnen zu lenken oder zu beeinflussen, wie wir es auch schon angesprochen haben, was wahrscheinlich aber auch eher punktuell passieren wird, mit eben revolutionären Tendenzen in der Religion. Da kann man auch sagen, desto stärker wir natürlich wieder als revolutionäre Bewegung werden, als Kraft in dieser Gesellschaft, desto stärker werden auch die Tendenzen in der Religion selber werden. Und desto mehr wir diese Gesellschaft und die Produktionsverhältnisse transformieren können, desto mehr wird sich auch organisierter Glaube, Spiritualität und auch selbst jetzt noch diese Teile von Religion, die wir eigentlich abschaffen wollen würden, auch verändern in unserem Sinne. Ja, und in diesem Sinne, denke ich, freuen wir uns auch total, mit euch über dieses Thema zu diskutieren. Ich kann mir echt vorstellen, dass es jetzt so ein spannender Livestream wird, wo
vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr los sein wird. Wie gesagt, immer jeden Mittwoch ab 19 Uhr sprechen wir bei Twitch und YouTube über unser aktuelles Thema. Unterstützt uns natürlich auch gerne, unterstützt gerne unsere Arbeit. Wir freuen uns immer, wenn ihr das Ganze verbreitet, wenn ihr das Ganze weitertragt, wenn ihr das Ganze diskutiert. Aber wir freuen uns auch über Unterstützung mit Moneten. Also wenn ihr uns monatlich oder einmalig unterstützen wollt, dann könnt ihr das auch tun. Wir freuen uns darüber. Ansonsten würde ich sagen, war es das für heute. Ja, ich gebe jetzt mal den virtuellen Klingelbeutel rum. Ich hoffe, er ist am Ende des Tages schön voll. Und das wird natürlich benutzt, um Kirchen und Brunnen in Subsahara-Afrika zu bauen. Und das Kirchendach zu decken. Und ich bediene mich jetzt nicht direkt aus dem Klingelbeutel. Also Glück auf. Glück auf.